Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lägerunterhaltung. Immer noch mit Tobias, der eingesperrt war. Ja. Der weniger fleißige, wollte ich eigentlich sagen, in Bezug auf die letzte Folge. Ja, stimmt. Ich habe eine letzte Folge gestellt. Heute gehen wir zurück nach Hogwarts. Waren wir ja lange nicht. Waren wir da überhaupt schon mal Lego-technisch? Nee. Waren wir noch nicht. Ja, doch, klar. Wir haben ja schon ein Zepter von aufgebaut. Deswegen. Ja. Wobei Lego Hogwarts cool gewesen, ne? Oh, das gab's ja nicht lange. Nee, das gab's nicht lange. Ach so, die Sets gab's nicht lange. Da würden mich die Preise mal interessieren. Oh, Recycling! Hermine und der Hippogreif. Hermione, genau. Hermione. Für die Englischsprachigen unter unseren Zuschauern. Ja, haben wir auch, deswegen müssen wir ja auch uns mal hier pflegen. Genau. Ja. Um mal auf die fabelhaften Tierwesen zu sprechen gekommen. Wo ich sage, der gefällt mir schon bald besser als die Harry Potter Filme. Ja. Ich weiß nicht, klar, der Film wirkt erwachsener. Ich fand die Story sehr intelligent, muss ich sagen. Mhm, stimmt. Ich weiß nicht, er hatte einfach einen anderen Charme. Ja, hat er auch. Ich kann es dir nicht erklären, aber der Film hat mir wirklich gut gefallen. Auch das Ende fand ich natürlich schade. Ja, gut, das war nun mal deren Regel, aber dass er dann hinter den Laden hatte und die Frau dann wieder kam, dass sie sich letztendlich nochmal kennenlernen. Sozusagen, ja, richtig. Auch wenn die Freundin ja schon kennt. Aber man merkt, es ist halt Harry Potter in der Erwachsenenwelt. Man merkt das schon irgendwie, auch wenn es mit Harry Potter 0 zu tun hat. Mhm. Klar, so ein paar Namen tauchen wieder auf. Ich glaube, Dumbledore taucht mal kurz auf. Dumbledore taucht ganz kurz auf, ja, der Name. Wo es so um die Frage geht, wer ist der beste Schulleiter, glaube ich, war das, ne? Mhm. Und wunderschöne Bilder, was die Tiere angeht. Ja, das schon. Gerade wo die in diesen Central Parks, nee, Central Park ist das ja nicht, oder? War das Central Park? Doch, sicher. Mhm. Wo die da waren und die das eine Wesen einfahren wollten. Dieses das Nashorn. Ja. Und der Typ war ja dabei. Ah, das war genial. Doch, der Film hat Spaß gemacht. Er war halt auf andere Weise magisch. Ja, wirklich. Ich glaube, ich zoome in den folgenden Moment echt zu nah rein. Meinst du? Ja, dann sieht man nämlich auch nichts. Komm, mit dir wieder, ja wieder nichts sehen. Ja, erst beschwert er sich, dass sie nichts tun, und dann schaut er sich wieder weg. Das sind die richtigen. Ich muss mal die schweren Sachen machen. Schau mal, so ein Hypogreif. Ja, der Hippogreif ist ja Harrys Tier, ne? Ja, deswegen, was hat Hermine damit zu tun? Man weiß es nicht. Vielleicht wollten sie ihr nochmal spezielle Fähigkeiten für Dimensions geben oder so, weil sie ja zaubertechnisch die bessere ist. Ja, zaubertechnisch war sie die bessere, ja. Wobei spielt das ja noch eine Rolle. Man weiß ja bis heute nicht mehr, welchen Abschluss er von der Schule gegangen ist. Nee, man weiß es nicht. Wahrscheinlich ohne Gleichen, weil... Ja, richtig, weil er damit Voldemort besiegt hat. Ja, wobei das ja kein Prüfungsfach war. Man weiß es nicht. Doch, das kommt immer. Besiege ihn, genau. Das ist das Prüfungsfach. Ich glaube, das muss so rum, ne? Hat da mehr Stabilität. Warte, nicht so schnell. Lass mich mal gucken, dass er richtig ist hier. So. Jetzt aber. Warst du schon richtig? Ja, das sagst du jetzt und gleich meckerst du wieder. Genau. Damit ich was zu meckern habe, Mann. Das ist echt schön. Da. Ah ja, den habe ich genau. Welchen habe ich gesucht? Das war genau mein Geschmack. So. Ich weiß noch, als Malfoy versucht hat, oder gesagt hat, das kann ja jeder, und dann vom Hippogreif dann angegriffen. Ja, wenn man die Szene ist toll. Wenn man nicht auf die Lehrer hört. Mhm, genau.
Hagrid, der ja, war ja in dem Moment der Lehrer ist, ja. Komm. Profi-Werkzeug. Nein, vergiss es. Das war mein Stolz. Aber ist doch richtig da. Nee, ist nicht richtig da. So. So, jetzt kann das dauern. Ja, aber man merkt eben auch in den Filmen, dass die Kinder eine Entwicklung durchmachen. Ja. Die Filme wirken hinterher auch durchaus erwachsener. Das stimmt. Darum habe ich ja jetzt mit einer Freundin vor, so einen Marathon zu machen. 2 Tage dann halt. Nein, das schaffst du das ja nicht. Ja gut, wenn man es durchzieht, wie viele Stunden wären das dann ohne Pause? Wenn man alle? Mhm. Ja, so 20. 20 Stunden. Ja, also. Sag nicht, es ist in einem Tag nicht machbar. Ja, aber das wollen wir uns dann doch nicht antun. Das wollen wir uns dann doch nicht antun. Dann lieber 2 Tage. A4 Filme. Also auch das wird anstrengend. Ja, so 10 Stunden kannst du ja. Herr der Ringe, Extended Marathon. Oh, das ist auch ja was. Ja, ja, wobei das waren nur 12, 13 Stunden. Mhm. Das ging. Oh, alles interessante Flügel hier. Ja, schön und so. Das war schon mal falsch, weil es der falsche Stein ist. Hast du da noch was in der Hand? Nein. Flügel. Hm. Ach so, ist so. Diese Treppe suche ich. Mit der Rundung. Den da. Ne, das ist ein anderer. Hm. Und das ist doch der? Nein. Den brauche ich ja hinterher. Den brauche ich hier. Das ist diese Geschichte. Ja, hier, da hast du den falschen genommen. Habe ich den falschen genommen? Mhm. Muss der hin, wa? Mhm, der Doktor muss da hin. Jo, dann habe ich da was falsch gemacht. Sorry. Da kannst du ihn auch nicht finden. Da ist was dran. Das wäre aber auch jetzt komisch gewesen, in einem Set zwei falsch. Der wäre schon Teufel. Im Detail, ja. Der ist auch verkehrt. Hm. Irgendwas läuft hier gerade schief. Ja, 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 ich merke schon. Ich sehe schon. Der ist so. Bleiben Sie ruhig. Mein Zuckerspiegel sinkt rapide. Ja. So, jetzt passt es. Er kriegt immer erst Nahrung, wenn das hier fertig ist. Als Belohnung quasi. Ja, genau. Kriege ich alle 4 Monate mal was zu essen. Oh, oh. Was kann man aus dem Bibelgrab noch? Ach so. Ja, was kann man daraus noch machen? Eine große Eule. Hm. Und einen großen Adler. Ja, so Tiere bleiben Tiere. Buckbeat heißt das auf Deutsch, auf Englisch? Wisst ihr auch nicht. Nee. Worlds und Battle Arena. Aha. Okay. Mhm. Die ist ja auch dann immer bei. Ja. Man darf gespannt sein. Das sind sie, die beiden. Ja. Bitteschön. Das war das von Deck. Langsam kriegen wir Übung. Ja. Wie immer. Das sieht aber cool aus. Ja. Schick. Habe ich da das Auge verraten? Nee, das ist so, ne? Das ist so. Alles gut. Okay, alles klar. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.